Namen. Gut, gut. So, Schloss geknackt. Also kannst du losgehen. Jetzt noch nicht hinten in die Militärjeep reinfahren. Das wäre natürlich jetzt... Ja, schon passiert. Unnötig jetzt. Schade. Diesmal keine Flugpunkte, aber... Ja, das kommt schon mal vor, dass man da keine Punkte kriegt. Bei Flugpunkten ist es eh immer so eine Sache, da muss man... Teilweise muss man gar nicht so viel machen und teilweise dann doch schon ein bisschen mehr. Diesmal dann nicht übertreiben. Bei der Geschwindigkeit, das wäre unvorteilhaft. Soll ich da kurz erwarten? Nein, überhaupt nicht. Bei dem langen Bremsweg kann man dann am besten schon. Ja, das hat fast gepasst. Ich habe zwar eine kleine Pause drin gemacht, aber es hat gepasst. Am Ende, das war schon gerade. Wow. Ziemlich heftig. Ja, allerdings biege ich jetzt mal hier nach Routenplan ab. Das war der erste Treffer. Der hätte nicht sein müssen, aber es passiert nun mal hin und wieder, dass man irgendwelche Fahrzeuge streift. Auch vor allem, wenn man knapp in Kurven fährt oder so. Von daher ist es nicht so wild. Ja, boah, komm schauen. Schon Mist. Okay, gut. Jetzt nur nicht wieder irgendwo so reinsemmeln wie gerade eben. Das wäre wirklich nicht sehr vorteilhaft. Die Garage ist ja gleich hier. Von daher. So, sehr gut. Schön, sehr schön. 95. Boah, das ist sogar besser als gerade eben der Wagen. Und 5800 insgesamt. Oh, das passt soweit, das passt soweit. Das ist jetzt, das passt. 4950. Ich glaube... Hätte ich die 100% abgeliefert, hätte ich 5000 dafür bekommen. Aber mir Geld ja nicht so viel bedeutet. Okay, Kapos beseitigen. Oh, jetzt kommt es langsam in die heiße Phase. Kapos sind, schon mal die direkten... Ja gut, in dem anderen Spiel wird Soldaten genannt. Kapos sind Soldaten, in dem Fall dritter Rang unterm Boss, also sowas wie die zweite und dritte Leibgarde. Gut, Leibgarde ist jetzt vielleicht nicht 100% der richtige Ausdruck, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Sind einfach Kämpfer vom... Ja, die Leute fürs Grobe, die dem Chef direkt unterstellt sind, das wird schon ein etwas härterer Kampf werden, wahrscheinlich genauso wie mit den Chinesen, die sich da auf diesem Lagerplatz sehen. Was war das? Doch, das war das Hafenlager, genau. Da haben sich ja wohl versteckt, das waren die drei Bosse, die ich da oder was auch immer da umlegen musste. Manchmal kriege ich Ehrfurcht vor mir selber. Okay. Na, komm schon. So. Ach, okay, dann eben. Außer natürlich, die befinden sich dann direkt am Platz, was ich nicht glaube. Ui, hier wird's durchgehen und da hinten auch noch eine Treppe.
Capos beseitigen. Du bist Big Star so nah, dass du beinahe seine Pomade riechen kannst. Für die, die Pomade nicht mehr kennen, das ist sowas wie Haargel zu den Zeiten, wo Elvis noch gelebt hat. Da war das ja echt beliebt. Du kannst eins nach dem anderen. Jeder der drei Capos der Krainer-Bande wollte dich im Knast umlegen lassen. Jetzt wird abgerechnet. Erledige die drei Capos. Gut, dann jetzt die Frage. Och. Ja. Yeah. Erst der hier oben, dann der. Erst der da oben. Okay. Hab mal einen Fall, dann dürfte er da auch. Los geht's. Hier fällt die Richtung. Ja, da zeigt er mir schon den richtigen. Eigentlich wäre ein anderes Auto dafür besser. Weil er eine maximale Geschwindigkeit hat. Blöderweise natürlich. Hier werde ich wohl nicht so ganz so drauf achten, dass ich den Kopfschlüssel verpasse, weil das zeitlich dann ein Desaster wird. Und auch da hatte ich noch nicht aufgefüllt. Oder schon? Nee, ich muss jetzt in einen blöden Park rein. Oh. Gott, jetzt muss ich hier hoch oder was? Okay. Na, no, die sollte ausreichen. Ah, da haben wir ihn doch. Okay, das geht wohl doch dann nicht ganz so einfach wie gedacht. Dann auf ein neues. Da muss ich wohl ein bisschen vorsichtiger sein. Mal einsteigen. Kannst du nicht direkt da reinhüpfen? Du musst doch gar keine Tür aufmachen oder sonst was. Deswegen mag ich die Dinger doch so. Ist da rein und ja, Gang rein, Gaspedal durch und los geht's. Immer Daumen. Also, ja. Okay, wie sehe ich den am besten? Moment. Rein theoretisch. Wenn ich auf der Map gucke, ist das sogar einfacher, hier durchzulaufen. Da rumzufahren. Den dann zu suchen. Das Problem ist allerdings. Okay, fürs erste wird die Schrotflinte genommen. Und dann kommt das wirklich. Die Feinarbeit kommt dann was anderes. Okay. Ach, der bemerkt es aber später. Okay. Volltreffer. Das wird dann wohl doch ein bisschen. Scheiße. Okay. Guten Nacht. Oh Mann. Okay. Das kriege ich wohl noch hin. Was zur Hölle? Adios, Arschloch. Mein Gott. Ja, das ist doch echt mal. Eine Hammernummer hier. Da habe ich aber auch schon eine Idee, wenn ich da mit dem Jeep reinfahre.